Guten Abend und herzlich willkommen zu den Spätausgaben von Scrap Mechanic. Für den Teil des Sports und das Wetter ist wieder mein geschätzter Kollege Tristi Ahn zuständig. Hallo Tristi Ahn. Hallo lieber Rossi. Ja, die Bundeskanzlerin hat das neueste Scrap Mechanic Update freigegeben. In diesem Update enthalten sind diese wunderschönen Motorradsitze. Hier das Modell ohne Steuerelemente und hier das Modell mit Steuerelemente. Diese neuesten wunderschönen Sitze werden Ihnen präsentiert von dem Hause IKEA. Sind die nicht süß? Jetzt kriegst du Geld von IKEA. Ich wollte gerade mit dem Wetter anfangen, Mensch. Achso, jetzt zum Wetter. Ja, die sind toll, oh, ja. Da kann man sich cool draufsetzen drauf. Und dann macht man nein. Ja, okay. Und vor allem, du bewegst dich auch richtig cool, so Motorrad-like. Ja, hat was. Also richtig, ne? Cool. Und hinten die Modelle, da können auch zwei drauf sitzen, mithilfe der Stabsitztechnik. Ist dann ein Tandem-Motorrad. Ja. Genau, so einer sitzt unten mit Stab und der andere sitzt, naja, dann auf dem Schuss. Verstehst du, was ich meine? Und das Update beinhaltet, ich kann das mal an deinem Hover-Dings hier zeigen. Ah, ne, ist dein Ständer, ne? Ne, ist mein Ständer. Nee, man kann jetzt die Blueprints, das sehen deine Zuschauer jetzt nicht, wenn man die auf dem Ständer hat, auch mit Q drehen. Also, kann jetzt auch sagen, so. Okay, Moment. Weißt du, was ich meine? Ich werde das auch mal eben demonstrieren. Genau, mit Q. So, und dann, tada. Nice, gell? Hat was. Und das ist super. Das Glas ist jetzt noch glasiger, also noch transparenter wohl. Noch glasiger. Ich weiß nicht, die Glasblöcke, sind die auch betroffen? Kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube eher nicht, ne? Es betrifft tatsächlich irgendwie nur das Windows. Mhm. Die sollen besonders von innen jetzt noch transparenter sein. Gut, von innen sind die fast durchsichtig sogar tatsächlich, empfinde ich. Ja, so einen leichten Schimmer haben sie noch, aber. Ja. Doch, sieht gut aus. Wenn man so ein bisschen vergleicht. Ne? Ja, doch. Ist, glaube ich, besser, ja. Gut. Sonst, glaube ich, nur kleinere Geschichten wie Kollisionsabfragen, blablabla. Das ist üblich halt, wenn Patches kommen. Ja. Ich lese allerdings nie in den Patch-Notes was von Performance-Verbesserung, Multiplayer oder so. Liest man irgendwie nicht, ne? Es hieß aber beim letzten Patch, genau bei den Glasdingern, hieß es, dass wir als Spieler keine Sorge haben sollen, weil die immer noch dran arbeiten. Ah, okay. Genau. Okay. Ja, ich glaube einfach, so ein komplexes Spiel im Multiplayer ist, glaube ich, echt auch eine Bandbreiten. Ja, eigentlich nicht. Aber die müssen natürlich auch von Bandbreiten ausgehen, die nicht gerade du und ich haben. Ist ja gut, so. Aber ich schätze mal, ja, klar. Auf jeden Fall. Also gerade mit diesen bewegten Objekten, die gesteuert werden, ist schon viel Abfrage, glaube ich, nötig. Das können wir nicht sehen. Ja, das ist gut möglich. Aber ich sag mal, mit Serverunterstützung brauchst du ja dann eigentlich bloß noch den Download. Ja, das wäre schön. Von daher. Also so ein Nitrado-Server wäre da auch im Budget drin, glaube ich. Ich denke, lohnt sich dann auch. Das würde sich für uns auf jeden Fall anbieten. Ja. Gut, du bist mittlerweile umoperiert worden? Ja, sieht ganz so aus, ja. Meine Zuschauer haben das noch gar nicht gesehen. Ich bin jetzt kerlisch. Kann es sein, dass beim Patch wahrscheinlich einfach die Charakterauswahlspeicherung gelöscht wurde? Das ist möglich, ja. Das kann man ja im Menü einfach auswählen, was man sein will. Ja, das gut. Nehme ich mal an, so, ja. Bringt mir auch meine Stabtechnik nichts. Ist richtig. Ja, so, genau. Ich wollte mal ein bisschen den Sexismus unterdrücken, von daher. Ah, okay. Wir wollen heute noch was anderes aufnehmen, kann man ja spoilern. Deswegen machen wir schöne Folgen, kurz und knackig. Allerdings haben wir auch gesagt, wir fangen vielleicht eher was Neueres an, weil auf Gleise verlegen habe ich ehrlich gesagt ich jetzt persönlich keinen Bock. Dein Gerät hier funktioniert eigentlich auch grob, ne? Ja, grob. Bei dir besser als bei mir. Ja, genau, bei mir fehlt dann auch die Runde drehen. Das machen wir vielleicht mal zusammen oder so, haben wir noch gesagt. Jo. Aber wir dachten, wir machen diese Aufnahme vielleicht noch mal was Kleineres, Schnickeres. Hm. Soll jeder was Eigenes bauen für ein Rennen oder was, Mama? Ja, das wäre eine Variante, ja. Weil, wir haben uns nämlich überlegt, weil es auch auf unserer Liste stand und eben dieses tolle Update, diese tollen Sportsitze mit sich bringt, wäre es sinnvoll, jetzt gleich die Motorräder rauszubringen, oder? Ja. Oder? Oder genau, daran zu arbeiten? Das wäre so der Plan, ja. Ich bin aber gespannt, wie man das macht, dass sie mit dem Kippen und so, ne? Das wird interessant. Aber müsste eigentlich gehen. Ja, naja, probieren wir einfach mal aus und dann. Genau, es wird interessant. Das Problem ist, dein Gerät wird jetzt ständig Geräusche machen, ne? Kannst du das, die Düsen irgendwie abschalten? Achso, ja, klar. Ich weiß nicht, ob man die abschalten kann. Warte mal, ich mache einfach mal einen Knopf drauf für die Genau, Düsen. Anstelle des. Oder, ich kann,
die Sensoren einfach, oder ist ja was machst du denn? Na, ich wollte meinen Ständer haben. Na. Aha, was soll das? So, ich mach den Sensor einfach mal auf 20 Blocks. Nee, doch. Nee, auf einen Block. Und dann das funktionieren. Okay. Ja, nimm mal Ständer weg. Warte. Ein Block ist ja lieb. Ach ja, natürlich, ich knicken ja ein, deswegen. Okay, genau. Okay, verstehe. Sexy, sieht's aber aus. Sexy, wie es die Beine so ein bisschen gespreizt hat noch. Das ist wundervoll, ne? Genau, aber irgendwas ist farblich anders. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, ich bin mir da auch noch im Unklaren. Schön finde ich auch, du hast eine Reifentreppe, während wir gequatscht haben, gebaut. Ja, genau. Ist mir funktioniert mal aber erstaunlich so. Gut, muss ich zugeben. Ja. Besser gut. Als alle anderen Treppen, die wir bisher gebaut haben. Ja, ist richtig. Wahrscheinlich eben aus Gummi, weil es so ein bisschen dämpft, ja. Genau, so ein bisschen dämpfen und wenn jemand auf Fresse fliegt, fällt er auch weich. Ja. Hier ist dann meine Bahn, das war das Projekt deiner letzten Woche, die hat mittlerweile auch Lampen und so. Eigentlich ganz schnieke, aber damit ich den Rundkurs, das machen wir echt, glaube ich, zusammen. Wenn überlegt, wir machen mal ein witziges Experiment. Einer macht links weiter, einer macht rechts weiter. Und dann gucken wir mal, wie es dann am Ende, müssen wir wahrscheinlich irgendwelche Schnickerkurven reinbauen, damit wir treffen. Weiß nicht, vielleicht sogar ein Looping, wer weiß. Ja, genau. Dann kommen wir den Achterbahn doch näher, als ich denke. Genau, irgendwie so werden wir das schon kriegen. Genau, und mir fehlt das eh so ein bisschen, muss ich zugeben, jetzt wo wir jeder für sich gebaut haben, dieses gemeinsame Projektding war schon irgendwie lustiger, ne, muss man zugeben. Ja, schon irgendwie, aber das war halt immer das Problem, wenn du gemeinsam an einem Projekt, ne? Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Rum. Genau, ja. Weißt du schon, wie deins aussehen wird? Ehrlich gesagt, ich bin noch so ein bisschen am Rätseln, ja, ich auch. Aber... Ungefähr weiß man es aber schon, ne? Ja, klar. Es ist halt ein Motorrad, ne? Das ist... Ja, mach meins mal. Ich mach meins aus Holz. Aber guck mal, der ist plus 3 breit. Das ist super. Ja, genau. Da hast du nämlich Symmetrie. Ich habe nämlich mal zwischen den Aufnahmen so ein bisschen rumgetestet im Singleplayer. Was? Ja, muss man ja auch mal... So, zwecks Läufer, wie man sowas machen könnte. Oh ja, der Läufer. Das ist in meinem Outro. Ich weiß nicht, kennst du mein Outro? Nein. Ich gucke mir doch deine Videos an, was ist denn los? Den Müll kann man sich doch nicht angucken. Nein, ich guck bei dir ja wirklich rein, aber jetzt nicht mehr. Und D-Abo ja, auch. Ich sag mal hin und wieder, guckt man schon mal, aber... Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall... Ist mir nicht egal, das werde ich mir merken. auf jeden Fall... ist da einer dieser Läufer abgebildet und einer von den anderen Star Wars Viechern, wie heißen, ich bin Star Wars Universum echt so ein bisschen raus, zumindest was die ganzen Namen der Geräte betrifft, diese riesen Metallviecher, wie heißen denn die? AT-ST oder so? Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie. Sieht man auch in meinem Outro, was eigentlich ziemlich geil ist, muss man zugeben. Aber yes. Also wie man sowas hinkriegt. Mit so Gummireifen ist in meinem Auto zu sehen. Funktioniert eigentlich ganz gut, zumindest laut diesem Video. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, gut, Ja? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin heute nicht der Fitteste. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Darf ich verraten, warum, oder ist dir das ein bisschen eher nicht so... Ja, nö, nee, kann man ruhig sagen. Also ich vergesse. Der Triss hat sich gestern besoffen ohne Ende. Ich trinke doch nicht, Mensch. Ich habe danach sogar noch brav alles schön nach Hause gefahren. Ja, du bist dann einer von den Idioten, das ist der Nachteil, ne? Ja, nö, nee, ich hab's ja gern gemacht. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Das Auto voller hübscher Mädchen. Hä, warum kann ich das nicht drehen? Das Auto voller hübscher Mädchen. Ach so, war na, das eine Mädchenparty und du warst da. Naja, war halt Geburtstag von einer Freundin und am Schluss blieb halt bloß noch der harte Kern. Das war ich und die ganzen Mädels. Ja, weil du halt nichts getrunken hast, ne? Das ist ja, ist, so sag mal. Ja gut, aber man macht sie gern. Die Pipes, kann man die nicht drehen? Nee. Oh. Geht das nicht? Ich denke, klar, wieso soll das nicht gehen? Oder drücke ich den falschen Knopf mal wieder? Wahrscheinlich. Was war nochmal drehen? Q, oder? Q, ja, wäre möglich. Oh, hatte ich gar nicht. Ja, doch, Q müsste drehen sein. Genau, mit anderen Gegenständen geht das. Ach, wie doof, ich wollte da was machen, aber dann geht das gar nicht so. Vor allem, machst du kleine Räder oder nimmst du große Räder? Ja, ich dachte, ich gehe so in die abgefahrene Richtung schon.
Okay. Ja, you das know? Dachte ich mir auch, aber. okay, dann kann ich das schon mal nicht nehmen. Das ist schade, das hätte ich gerne genommen. Na, wenn das nicht abgefahren wird. Packspiel! Es nimmt nicht das, was ich will! Ja, du kriegst halt nicht immer das, was du willst, ja? Doch, so ich schon! Ist das Leben. Meine Mama hat mir alles Zucker in den Arsch geblasen. Ach, hat eigentlich ja. nicht genau. Das Gegenteil, bin ich groß geworden, aber egal. Ja, gut. Ist ja alles nicht so wild, ne? Gut, wenn ich jetzt mal. Motor? Warte mal. Wenn ich die mal nehme, ich will nur mal gucken, sind das. Wo sind. Ich habe nur noch einen Reifen. Nee, Gas oder Elektromotor? Ah, Motorrad muss Gas, das muss knattern, wenn du fährst. Junge. Ja, aber so Zwecksymmetrie, weil der Elektromotor ist nämlich 3 breit und der Gasmotor nur 2. Hä, ich hab das irgendwie das Gefühl, ich kann Dinge nicht mehr frei drehen. Was ist denn da los? Das weiß ich nicht. Ich kann die irgendwie nur anblocken. Teilweise. Au, du komm, machst wir machen, das. Wir machen heute mal Öko. Ja. Nehmen hast du Offroad oder Sport Suspender? Offroad. Guck dich mal um hier, wir haben keine Straßen. Aber schau mal, den kann ich nicht an das Gelenk machen. Ich kann die nicht, Na, du musst ja sowieso, der muss ja irgendwie seitlich, du kannst ja auch nicht von oben auf das Rad. Ja, hatte ich auch vor, pass auf, egal. Ja, achso, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Okay, ja. Mach nur. Genau, mein Problem ist nur, ich hätte gern was anderes als nur Blöcke, aber das geht alles nicht. Geht das? Ich müsste eigentlich. Mein Motorrad wird halt eher Rockertreff, weißt du? Rockertreff. Ja, doch. Das ist, wird bestimmt interessant. Ich guck's, ich zeig's meinen Zuschauern, sobald wir fertig sind, so im Großen und Ganzen. Okay, Dann werden wir das Ganze nochmal. Okay, das ist eindeutig. Analysieren klar. Aufs Detail, genau. Und dann. Meins oder deins? Na, ich denk beide, oder? Du meinst, ich deins? So okay, ungefähr. Du meinst, ich deins, ich verstehe schon. Ja, das war irgendwie schon mal Thema. Muss ich wieder früheren Gezeiten. Muss ich wieder die Hose runterlassen, wenn die Aufnahme vorbei ist? Was heißt hier wieder? Also wirklich, was denkst du von mir? Ich nicht schon wieder. Ach ja. Alles asymmetrisch. Asymmetrisch. Also entweder diese komischen fertigen Stangen sind zu kurz oder zu lang. Das ist total scheiße. Tja, so ist das halt, ne? Die sollte es irgendwie als Flexi-Modelle geben oder so. Das ist als Flexi-Modelle. Auch sehr interessant. Ja, gell? So. Ach nee, oder? Doch. Da gibt's doch sicherlich doch, was von Ratioform. Ist das länger? Einen länger, toll, dann ist es da oben wieder assi. So. Ach, find ich doch, ey. So. Dann mach ich's halt anders. Dann mach ich so. Nee, gefällt mir nicht. Dann ach so. Verzichte ich doch. Das geht noch nicht, okay. Wow. Okay, vielleicht ein bisschen ungünstiges Material. What you do? Oh! Du bist ja schon viel weiter, Mann! Wenn du die ganze Zeit schläfst? Ich brauch immer etwas länger. Okay, ist noch sehr interessant. Das hat bisher alle gefreut. Oh, ich sollte vielleicht. Hallo! Hallo! Hey! Ist auf jeden Fall hochinteressant. Ja, das wird eine Menge gegenbalancieren, glaube ich, ne? Ja, ich sollte einfach nur mal die Drehdinger andersrum schalten, richtig rum, dass er gerade ausfällt. Okay, das und ist dann die Möglichkeit. Ich überlege gerade, ob man vielleicht so Stützen einbauen sollte. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Dass wenn der steht, dass der gerade steht, weißt du? Achso, nicht ganz umfkippt, meinst du? Genau. Stützräder willst du also ja. Ja, so ungefähr. Wie weit ist das bis jetzt? Also das, was ich schon mal vorhatte, geht schon mal nicht. Natürlich nicht. Trotzdem mache ich bestimmt was Lustiges draus, irgendwie. So, sagst du mal bitte wieder was? Wieso? Rauscht wieder? Ja, du rauscht wieder. Wir haben heute irgendwie so ein kleines Rauschproblem. Ja, ich weiß auch, ich habe eigentlich nichts verstellt, aber bei mir war einiges verstellt, auch als ich reinkam. I don't know what
das Spiel will von mir, oder ne, Teamspeak in dem Fall, warum es das tut. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Das ist kann man, irgendwie nee, ich hatte sehr seltsam kein Update. Alles. Kein Update, als ich gestartet habe. Du? Nee, auch nicht. Nice! Was sagst du dazu, Baby? Hä? Alter, das sieht aus wie ein Traktor auf drei Rädern. Ey, das ist nice. Ich habe kein Umkippproblem, ja? Ja, aber ich habe mir gedacht, Motorrad, ja, muss ja irgendwie... Aber eine Sache muss ich noch ändern, das geht so nicht. War geplant, ich musste hier, war geplant, wegen Unterboden und so. Schön. Muss ich nochmal ran? Warte mal, ich brauche einen Knopf hier, geht Schalter, das? Schalter ist gut. Machen wir hier. Ja, Tristan, nee. Sonst weißt du da auch immer, wie man die Knöpfe drückt. Ja, klar. Weiß ich auch jetzt noch. so. Mal, was okay. War hier? Ach so, hier war der. So, Knopf. Hier hin. Und dann. Ich find das mal so ein bisschen. Was mich so ein bisschen am Spiel stört, ist dieses Pfeiltaste zum Hoch- und Runterfahren. Das bringt mich immer total raus. Das ist. Ja, gut, aber das muss man halt, ne? So und so. Was? Ja. Genau. So, jetzt habe ich hinten auch noch Federung, ey. So, Okay, bei mir dudelt wieder eine Entspannungsmusik. Das ist sehr interessant. Ey, komm mal runter, Junge, komm mal runter. So. So. Das war anders geplant. Das sagen sie alle. Warte mal. Jetzt wird's interessant. Ah, nee, warte mal. Ach, der Fahrstuhl ist noch an, ne? Ah, ja, den könnte man mal ausschalten. Moment, ich ja, mach das mal eben. Ich denk gerade, jetzt gerade ist mir das bewusst aufgefallen, dass da irgendwie was Geräusche macht. So. Das sieht ja mal kacke aus, was ich hier baue. Egal. Achso, ich habe das Wichtigste vergessen. Oh. Hast du jetzt E-Motor? Das war anders geplant. Ja, so wie bei mir dauernd, ne? Ja, so ungefähr. Ja, Gas-Engine ist doof, hast recht, okay. Scheiße. Ja, verdammt, nee, hier, so. Das muss knattern, tut mir leid, dann ist es halt A. Das muss knattern? Warte mal, wo ist ich brauch Gasmotor bei einem Moped. Ja, aber das Problem ist, dann wird das Gewicht unsymmetrisch. Ah, ich hab doch hinten zwei Achser. Ja, okay, du schon, ich nicht. Okay, warte mal, nochmal aufstellen. So. So mache ich die auch, ja, ne? Gut, warte mal nochmal. Mache ich einfach mal hier einen weg. So. Dann sollte das gehen. Oder? Sollte, hätte, tun. Ich mach die so. Das ging natürlich auch. Achso. So. Wir hören Triss aufmerksames Wow. Okay, ab. Ab wie Zäpfchen gehst du schon mal, das ist schon mal geil. Ja, nur mit der Lenkung ist noch ein bisschen schwierig. So, okay. Wo war das? Hier war das, genau. Ganz wichtig ist mir natürlich das Element und dazu brauche ich auch das. Und was brauchen wir noch? Licht. Wo haben wir denn nochmal die Lampen? Da. Dort weiß ich nicht. Was weißt du dann? Eine ganze Menge, aber nichts Brauchbares. Ah, du warst das auch in der Schule. Ja, so ungefähr. Okay. Ja. Ja, leg dich unter unser Auto. Ich leg nur und schon völlig um, warte mal. Ja, aber das irgendwie... Problem will ich eben bei mir gleich verhindern. Weiß ich zu verhindern. Ich werde... Warte mal, wenn wir den hier... Also ich finde, meins hat eigentlich ziemlich Style auch. Ja. Meins auch. Hör auf! Aber meins auch, aber irgendwie fällt das noch zu schnell um. Da dies. Ich hab's meins ja noch nicht getestet. Ich mach's wie immer spannend. Ich muss vielleicht. Was ist denn hier los? Mein iPad zeigt mir an, ich kriege einen Anruf. Mich ruft nie jemand auf dem Handy an. Okay, ich mach mir keine Gedanken. Ich sollte. Um diese Uhrzeit vor allem. Ach nee, das sieht noch scheiße aus als vorher.
Ach, ich kann mir auch vorstellen, wer da versucht zu mobben. Ich habe Menschen gemobbt, die mich dann jetzt mobben, langsam mal. Das okay. Warum? Weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ach, ich jetzt? Ja. Ich bin der Brave. ja, nein. Ich mobbe nur zu Unterhaltungszwecken. Ja, ja, genau das könnte das Problem sein. Nein! Oh, so, warte mal, ich probier ein einfach mal. Alter, ich hab guck mal, Alter. Ich hab voll das Wheelie-Motorrad. Und das kann's auch zurück. Bei mir fliegst du lustig durch die Gegend. Oh, 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 ja, ich fahr weg. Hast du einen Teleporter eingebaut? Ciao. So mit Ciao. Alter, das musst du dir bei mir mal nochmal angucken. Das sieht aus, ja, als hättest du... Ja, ich guck ja deine Videos. Als hättest du einen Teleporter mit Zufallsgenerator eingebaut. Ja, sei ja, diese schnellen Bewegungsobjekte, das ist nichts für Swapmechanic eigentlich. Nee, zumindest nichts für Multiplayer. Ja, 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 meine ich ja. Bei mir sah es super aus. Ja, bei mir, ja. Lässt sich drüber streiten. Okay, Gas-Engine voll ist vielleicht ein bisschen blöd. Hab ich gelernt. Ja, gut, ja, könnte. Oh, meine Lenkung ist noch falsch rum. Ups. Oh, ich hab wieder dieses vorne abheben Problem. Musste Heckantrieb los, vielleicht? Ja, ja, ja. Nee, nur Frontantrieb, weil Heckantrieb, dann zieht's mich erst recht. Achso, ja, klar, klar. Hm. Oh, wie süß der auch leicht nachgibt, wenn man bremst, die Stoßdämpfer. Weil hinten die Stoßdämpfer sind. So. Wo es geht eigentlich? Alter, voll die geilen Moves da. Hochinteressant. Ja, für dich nicht so, sieht ja anders aus. Ah nö, jetzt ging's eigentlich. Ah, okay. Also ich habe schon mal ein Stuntbike irgendwie. Hab das Gefühl, vorne fehlt an Stabilität, aber das ist ja Sinn, ne? Ein bisschen. Ja, ja, das ist das Ding nachgeben. Das Design, da muss ich noch feilen. Ich brauche irgendwelche Elemente. Achso, und vor allem ganz wichtig, ich muss noch Connector, ach, habe ich ja dran. Das mit, achso, ich habe noch gar keinen, ach Mann. So, wo mache ich den denn mal? Irgendwie versteckt oder so? Den muss man ja nicht sehen. Also kann ich den da anbringen? Irgendwie, warte mal. Du rauscht. Was haben wir denn? Du rauscht. Und zwar ganz weil ich extrem zu leise bin. Das kann sein. Soll ich lauter sprechen, damit TS checkt? Oh, da redet doch jemand. Ja, ich bitte darum. Okay. Jetzt geht's nämlich wieder. Alter. So. Schön. Oh, oh! Ei. Deins kippt auch einfach nur um. Hä? Ja, nee, das funktioniert deins irgendwie. Ist irgendwie krüppelig. Ja, ich hab mal probiert, ob ich das mit den Kurven so vielleicht besser hinbekomme, aber warte mal, vielleicht, wenn ich. Das sieht irgendwie aus, wer hier hinten was weggebrochen hat. Nee, das ist so. Das muss so. Das war so tatsächlich geplant. Ich weiß nicht, ob es gut so geplant war, aber es war so geplant. Also im Prinzip fährt mein schon, ich darf so nur nicht. Ah, gut. Manchmal muss ich schon. Ah, ja. Wow. Okay, ich leg mich ein Weilchen ins Bett. Nee, das ist. Also ich. Definitiv, ich glaub, eine Fehlkonstruktion. Weißt du, worauf ich auch Bock hat? Boah, da. Oh, hoffentlich finde ich das YouTube-Video noch. Der sagt doch bestimmt, du bist ja auch so ein alter Nintendo-Hase, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, früher, ganz früher, ja. Ja, genau. Also Mario Kart ist ja sowieso ein Begriff. Ja, ja, klar. Wem geilste Spiel ever. Ich bin ja absoluter Profi in dem Spiel übrigens. Und da habe ich ein lustiges... Es ist keine Angeberei. aber ja, worauf ich auch... Mir ist aufgefallen, dass irgendwie jeder behauptet ist. Ja, ich kann es aber wirklich. Ich weiß noch, als es auf dem 3DS zum ersten Mal Multiplayer gab, ne, Online-Multiplayer, was ich gefeiert habe, dass ich sogar Japaner geschafft habe. Also nicht jeden, die Japaner sind echt crazy, was Nintendo-Spiele betrifft. Aber doch einige konnte ich gut schlagen, dass ich habe mich gefeiert, so gut war ich. Ja, aber worauf ich hinaus wollte. Ja, ja. Ich hätte schon Bock auf, also auch mit einer Rennstrecke abstecken, auf so eine Mini-Kart-Bahn zu bauen, mit so Mini-Karts. Gerade jetzt, wo wir diese Sitzen haben, müssten ja auch kleinere Fahrzeuge möglich sein. Also Minikarts bauen und dann mit Blöcken auch so eine Strecke, so eine richtige. Okay, weißt ja, du? ja, doch. Vielleicht auch mit so einer kleinen Brücke, die dann über einen anderen Streckenteil geht oder sowas. Sowas fände ich halt richtig geil, so eine Mini-Go-Kart-Strecke. Das wäre ja auch cool eigentlich, kann man machen, kann man machen, ja. Und auf dem Boden ist auch nicht so schlimm wie meine Seilbahn, eine Strecke verlegen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, doch, klar, das kann man mal machen. Das fänd ich sogar mega geil.
Vielleicht sogar in diesem Wüstenbiom irgendwo am anderen Ende. Mhm. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Platz, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre eigentlich ein geiles Projekt, auch ein gemeinsames. Mhm. Weil ja, die Go-Karts, das klingt auf jeden Fall noch eine Idee. Und das ist vielleicht sollten, sogar eine Variante, die anständig läuft. Ja, genau, weil wir hätten vier Räder, wären flacher auf dem Boden, also weniger Umfang. Und ich glaube, wenn wir das fertig haben und Rennen darauf machen, ich glaube, das ist echt funny. Einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Vielleicht, wenn du dein Motorrad fertig hast, vielleicht fahren wir dann zu der Wüste. Hättest du da Bock drauf, das sofort zu machen? Also dann, ja, wenn die Motorräder fertig sind. Vorausgesetzt, es geht irgendwie. Warte mal. Ja gut, wenn ich vorsichtig fahre, ich komme schon recht. Ich glaube, ich muss die hinteren Stoßdämpfer wegmachen. Ich glaube, die bringen mein Fahrzeug nämlich zum Kippen. Das heißt, hier fällt jetzt alles ab. Plopp. Ja, ich falle immer um. Weniger plopp, aber ganz gemütliches Fallen war das schon. So. Wir sind übrigens schon wieder bei Überlänge. Das ist gut, weil ich habe die Aufnahme so früh gestartet, dass ich eine falsche Zeit hatte. Ich wollte vorhin mal fragen, habe es dann aber wieder vergessen. Ja, doch, mittlerweile sind wir bei Überlänge. Also bei 26 Minuten ungefähr. Okay, dann würde ich sagen, halten wir unseren Plan, oder? Machen jetzt hier Tschüss. Ja, würde auch sein. Okay, okay. Vielleicht machen wir dann wirklich so in der nächsten Folge Sweat mit Channing, meine Damen und Herren, wird es unglaublich spannend in dieser seriösen Nachrichtensendung. Werden Sie dann nämlich sehen, wie Triss sein Motorrad hinkriegt und wir Richtung Wüste fahren, um dort Go-Karts zu bauen, und die Go-Karts müssen ja gleich aussehen, gleich gebaut sein, damit es fair ist. Und wir eine Mini-Go-Kart, Mario-Kart-Klonstrecke bauen. Ja, so ungefähr. Ne? Ja. Wir machen auch so einen riesen Banner drüber. Mario-Kart-Klonstrecke. Ja. Ja, die Regenbogen-Klonstrecke. Oh, Regenbogen-Strecke. Jeder hat sie gehasst. Ich fand die eigentlich geil. Ich fand die geil. Vor allem die Regenbogen-Strecke war immer die beste Möglichkeit, die heftigsten Abkürzungen zu kriegen. Ja. Mit Glitches. Da gab es eine Szene, da musstest du im richtigen Moment springen, dann springst du drüber und dann erwischtest du unten. Ja, das war, musstest du gut sein, aber es geht. Ja, ich kann Abkürzung, Glitch-Abkürzung in Mario Kart, alles super geil, muss man sagen. Super. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.